Das nächste Autospiel haben wir hier mal wieder am Start. Next Car Game von Bugbear Entertainment. Ja, neue Folge der Super Early ist noch nicht fertig, Alpha Early Access Steam Version. Was können wir hier machen? Es gibt neue, also habe ich mir sagen lassen, von einem unserer lieben Community-Mitglieder, dass es wohl Neuigkeiten gibt im Spiel. Und deswegen schauen wir da jetzt mal rein. Es gibt Derby, Race, Tarmac, Race, Sandpit. Sandpit ist neu. Und also es gibt eine neue Rennstrecke offensichtlich. Und es gibt neues Derby. Sogar mehrere, oder? Es gab da vorhin nur Stadium. Jetzt gibt es, glaube ich, auch Small Stadium und das Ganze auch noch mit Schlammdecke. Das beides kennen wir schon. Das ist die gleiche Rennstrecke mit unterschiedlichem Straßenbelag, mit Kies und mit Asphalt. Und dann gibt es jetzt hier noch das Ganze mit Sand. Dann würde ich sagen, machen wir das mal, aber ich muss die Opponent-Zahl ein bisschen runtersetzen. Ich packe die jetzt mal auf 7. Ich weiß, ihr seid da ein bisschen mehr gewöhnt von unseren letzten Folgen. Aber ich spiele jetzt ja von Belgien aus seit einiger Zeit hier die Let's Plays und da habe ich nur einen relativ leistungsstarken Laptop, der ist aber trotzdem ein bisschen schwächer als mein Desktop-Rechner zu Hause. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen runterdrehen. Wetter random. Was gibt's denn da noch? Cold morning, warm sunset, bright day, misty evening, stormy evening. Wir können ja mal random machen, da wird schon passen. Hier alles auf Automatik. Muss ich jetzt nicht extra irgendwas Tolles haben. So nötig habe ich es jetzt nicht. Dann wollen wir doch mal schauen. Vor allen Dingen, ob sich auch wieder ein bisschen was an der Fahrphysik geändert hat. Da konnte man zwar bisher nicht wirklich meckern, die war ja schon von Anfang an nicht so schlecht. Aber konstante, kontinuierliche Verbesserungen sind natürlich immer wünschenswert bei gerade bei Rennspielen. So. Gut. Ja, ihr seht schon, Anti-Aliasing ist auch nicht so doll hoch eingestellt hier. Ja, habe ich halt auch Angst gehabt, dass es dann zu sehr ruckelt. Irgendwie kann ich jetzt hier gerade links drücken, doch jetzt. Ja, zieh doch los. Und die Rampen, ja, das macht der, das mag er doch. Ja. Das fährt sich aber butterweich. Meine Herren, wunderschön. Ich mag die Fahrphysik von dem Spiel jetzt schon total. Das steuert sich so sehr wie Flatout 2. Widersprecht mir, wenn ihr das anders seht, aber ich finde das fuhr sich halt auch schon super. Ups, jetzt bin ich aus Versehen auf die Subkupplung gekommen. Ja, hinter mir. Ah! Scheiße. Man sollte halt nicht nach hinten gucken, wenn die Strecke vor einem. Das sind so ganz kleine Tricks, die lernt man in der Fahrschule schon recht früh. Meine Güte, fahre ich eine Scheiße zusammen hier. Ja. Das liegt aber nicht an dem Spiel. Das liegt eindeutig an mir. Der Fehler sitzt wie so oft vor dem Rechner. Was ist das eigentlich hier, Folge 4 oder so? Das kann sein. Ne? Ich erinnere mich dunkel an grob drei Folgen, die davor kamen. Also ihr seht, es entwickelt sich nicht besonders schnell, das Spiel. Also gerade so am Anfang waren wir davon zum Beispiel Planetary Annihilation andere Update-Geschwindigkeiten gewöhnt, aber immer noch besser als DayZ, wo ich das Gefühl habe, bei der Standalone, da passiert seit Monaten nicht wirklich viel. Ich meine, jedes Mal, wenn ich bei DayZ. Nein, greif, greif, greif! Jedes Mal, wenn ich bei DayZ in die Patch Notes gucke, sehe ich dann nur, dass Waffe XY 2 Schaden mehr macht und man jetzt Dosen auch mit dem Jagdmesser öffnen kann. Aber irgendwie wäre es mir lieber, wenn man Dosen nicht mit dem scheiß Jagdmesser öffnen könnte, man dafür aber endlich eine vernünftige Zombie-KI hätte, Unterschlüpfe bauen könnte oder Crafting mal vernünftig funktionieren würde, bis auf Bandagen herstellen, indem man T-Shirts zerreißt. Wow. Feature-Overkill. Ach ja, und Fahrzeuge. Ich meine, DayZ ohne Fahrzeuge ist halt einfach nur scheiße langweilig, sorry.
werde jetzt an die Wand gestellt wahrscheinlich für die Aussage, aber DayZ ohne Fahrzeuge macht halt nach Original 3 Stunden keinen Spaß mehr, weil man halt einfach... Normalerweise ist es ja nicht schlimm, wenn man stirbt bei DayZ, ich meine, das gehört dazu. Wenn man halt stirbt und jedes Mal erstmal wieder eine Stunde läuft, bevor man bei seinen Kumpels ist, das ist einfach nur kein gutes Spiel. Tut mir leid. Da spiele ich lieber noch ein bisschen die Mod. Also da funktioniert das wenigstens alles hervorragend. Kann sein, dass ich hier wirklich gerade so scheiße, ich muss das glaube ich gleich nochmal machen und ein bisschen besser fahren. Aber wir können ja auch noch die Derby-Sachen ausprobieren. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich spiele das jetzt hier gerade zum ersten Mal mit der Tastatur, weil ich das mal ausprobieren wollte. Sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich spiele jetzt hier gerade nicht mit dem Gamepad. Und meine Laptop-Tastatur hat die lustige Eigenschaft, dass die Pfeiltasten sehr, sehr klein sind. Und ich habe richtig dicke Wurstfinger. Also nicht richtig dick, also im Vergleich mit Ottfried Fischer würden sie wahrscheinlich nicht standhalten. Aber ich habe keine kleinen, süßen Mädchenfinger. So. Und wenn ich ein bisschen blöd meinen, was ist das, der mittlere Finger, auf die obere Pfeiltaste lege zum Gas geben, dann komme ich gleichzeitig auf die Bremse, nicht auf die untere Pfeiltaste. Das könnte möglicherweise bei einem Rennspiel gar nicht so günstig sein. Wissenschaftler haben das noch nicht bis zu Ende untersucht, aber es könnte sein, dass das ein Problem ist, wenn man gleichzeitig bremst und Gas gibt. Ja, Satz fantastisch gut gemacht, würde ich sagen. Das mit der Tastatursteuerung fand ich jetzt gar nicht mal so super. Ich glaube, das sollte ich mal wieder umstellen auf. Und ich denke, genau das werde ich jetzt auch machen und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Rennen. Und da sind wir wieder im Menü. Beeindruckend, wie schnell das ging. Set as favorite, sell as car. Ja, hier gibt es immer noch die gleichen lustigen Sachen. Hier kann ich immer noch nicht irgendwas Tolles. Change parts, was kann ich denn da machen? Engine. Guck mal, da kann ich jetzt so voll die tollen Änderungen machen, deren Auswirkungen mir in keinster Weise auch nur ein bisschen bewusst sind. Ändert sich denn da oben? Angenommen, ich wechsle jetzt die Engine. Was haben wir da oben jetzt? Top Speed 218 km/h, Beschleunigung 7,6 Sekunden von 0 auf 100. Und, ach, guckt. Ja, schau her. Ich kann das Auto aber fett aufrüsten. Das mache ich ja jetzt gleich mal hier. Was ändert sich dadurch? Ah, da wird die Beschleunigung noch geiler, aber dafür der Topspeed. Aber Beschleunigung ist ja viel wichtiger bei so einem Spiel, weil es keine langen Geraden meistens gibt, gerade auf so Schotterpisten. Was ist das hier? Open Differential ist, glaube ich, immer total super. So, mache ich jetzt aber nicht noch länger. Habt ihr mal gesehen? Geht auch, kann man machen. So, jetzt machen wir hier Small Stadium machen wir mal. Und dann nehmen wir... Ja, dann geht das auch ein bisschen schneller. Weather machen wir jetzt aber mal Stormy Evening. Das möchte ich nämlich gerne mal sehen. Und ich habe jetzt ein bisschen das Anti-Aliasing hochgedreht, als ich auch den Controller angemeldet habe. Der war nämlich leider gar nicht aktiviert. Deswegen ging das auch überhaupt nicht. Hab aber 2-3 Minuten gedauert, bis ich das gecheckt habe. Blöd. Naja. Genau, habe das Anti-Aliasing hochgedreht. Vielleicht haben wir jetzt ja nicht mehr so eine krasse Kanten-Treppchenbildung. Ja, sieht besser aus, aber dafür ist das Vertical Sync immer noch aus und deswegen haben wir ekliges Tearing. Naja, gut, alles nicht so schlimm, ist ja auch noch Early Access, ne? Da darf ja auch alles hässlich aussehen. Das hat auch gar nichts mit meinem... Yes! Erwischt! Ah, oh! Hat auch gar nichts mit meinem, crappy Computer zu tun. Ach, so schlimm ist der gar nicht. Ich meine, guck mal, das läuft hier in 720p mit ruckelfreien 30 Bildern pro Sekunde und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Da gibt es, glaube ich, schlimmere Laptops. Ich hatte schon Desktop-PCs, die deutlich schlechter waren. Im jeweiligen Verhältnis ihres Erscheinungs- oder Existenzdatums. Natürlich hatte ich schon Desktop-PCs, die deutlich schlechter waren. Vor 15 Jahren. Immerhin war unser erster PC, den meine Familie angeschafft hat, hatte einen gloriosen Pentium 2-Prozessor mit 400 MHz. Und ich glaube,
32 Megabyte RAM oder so. Ich meine, der war für damalige Verhältnisse, war der Spiel echt ganz schön hardcore. Ich konnte Siedler 2 voll aufgedreht spielen. In Civilization 2. Ja, das war heftig. Und Doom lief da aber wie geschnitten Brot. Ich weiß, das ist keine Formulierung, die es so gibt. Jetzt schon. Doom ging ab wie Spitzkatze, sagt man, glaube ich. Ich glaube, wir haben sogar Star Trek Armada, das übrigens fantastisch ist, jeder, der es kennt, spielt. Gerne auch den zweiten Teil. Wow. Star Trek Armada, das war mein erstes 3D-Strategiespiel und das lief dann noch auch flüssig, allerdings nur in 640x480 Pixeln auf. Ja, sowas haben wir damals noch gehabt. Und dabei bin ich nicht mal in der Frühzeit der Blüte wieder groß geworden, sondern eher schon so in der Adoleszenz, in der jungen Phase. In den 90ern. Den er ja voll erwischt. Immer noch kein Takedown und immer noch alle da. Was ist denn los? Gott, wie sehr habe ich Bock auf dieses Spiel bei einer LAN-Party. Das wird halt so super. Es macht halt jetzt schon so viel Spaß gegen die dumme KI. Alleine. Wie geil das wieder wird bei einer LAN-Party mit Freunden. Die Gamer war voll zu Schrott gebumst. So. Ja, was war denn euer erster PC? Könnt ihr dann mal Kennwerte sagen in den Kommentaren, falls es jemand sieht. Falls hier irgendjemand zuschaut. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus hier. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, womit ihr so angefangen habt zu spielen. Würde mich mal interessieren, weil ich weiß ja, dass einige unserer Zuschauer so in etwa in meinem Alter sind, also so irgendwas in den 20ern. Yes! Erwischt. Hat sich das Ausführen gelohnt. Ich weiß aber auch, dass es einige von unseren Zuschauern auch erst im frühen Jugendalter sind, 12, 13, 14, 15. Ihr habt natürlich da ganz andere Erfahrungen, ihr seid 10 Jahre jünger als wir, mehr als 10 Jahre zum Teil. Also, total super, dass ihr zuschaut. Das ist klasse. Niemand, der euch verurteilt, weil ihr später geboren seid als ich. Mag es ja auch manchmal geben. Jeder, der nicht in den 80er Videospielen gespielt hat, ist kein echter Mensch. Ihr seid doch gar keine Gamer. Nein. Sowas würde ich überhaupt nicht. Dafür bin ich auch viel zu jung. Wo sind die denn alle? Genau, ihr habt ja ganz andere Computererfahrungen. Wahrscheinlich war euer erster Computer irgendwas mit einem Core 2 drin oder so. Und mit einer dicken Nvidia-Karte. Schreibt das doch einfach mal hin. Fände ich mal total super zu wissen, womit man so anfängt zu spielen, wenn man, jetzt 15 ist. Ihr dürft natürlich auch gerne einschreiben, mit was ihr angefangen habt zu spielen, wenn ihr älter oder jünger seid als 15. Das ist hier kein Ausschlusskriterium. Scheiße. Vierter nur. Aber das hat Spaß gemacht. Das möchte ich normal machen. Aber mache ich nicht jetzt. Keine Sorge, da warte ich vielleicht bis zum nächsten Patch-Update. Die kommen ja so in etwa monatlich aktuell. Und teilweise ist dann eben eine neue Strecke dabei oder ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten fürs Auto. Oder ein neues... Moment, ich hatte doch Stormy Weather eingestellt irgendwie. Wo war denn mein verdammtes Stormy Weather? Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ich glaube, ich nehme mal hier den Mini-Abklatsch und guck mal noch, da war doch noch irgendwas, oder? Was? Figure 8, Small Stadium, Mud Pit, genau, das machen wir noch. Können wir ja mal ein paar Leute mehr nehmen. Random Weather, was ist denn mit Warm Sunset? Also das eben mit dem Stormy Weather da, mit dem, was war das? Stormy Evening oder so hieß das? Stormy Evening, das hat nicht so richtig funktioniert. Machen wir Warm Sunset. Ja, da geht die Sonne unter. Sieht dann schön rot aus wahrscheinlich oder so. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass man das auch bemerkt. Gucken wir doch mal, was hier das Derby Mud Pit so leisten kann. Schlamm ist ja an sich immer was Gutes, gerade bei solchen Spielen. Da kann man sich ja nur echt nicht beschweren. Wenn der Schlamm spritzt und die Autos verbeult sind.
So richtig cooles, richtiges Derby, das ist natürlich auch was Feines. War ich einmal irgendwo in der Eifel. Ich weiß nicht mehr genau. Wer sich da auskennt, kann ja mal sagen, was es da für ein Derby für Wettbewerbe gibt. Ich war da als Kind mal. Es war den ganzen Tag nur Hotdogs essen und Autos beim Zerschrottet werden. So. Das sah ungefähr genauso gut aus wie jetzt. Na komm, du kleiner roter Mistkerl. Nee, es war wirklich total super. Das Wetter war klasse, es war ein schöner Sommertag. War ich mit meinem Vater da und dann haben wir den ganzen Tag uns da nur an so typische Sportveranstaltungen fast wirklich getan. So Nachos und Hotdogs und sowas. Bratwürste. Und ja, dann gab's Schrott noch und welcher. Das war super. Das war auf jeden Fall freudig beide. So viel ist mir jetzt bereit, so in den Tunnel zu fahren. Kommst du her? Aber mir spritzt noch ein bisschen wenig der Schlamm. Also es wirbelt ja hier so ein bisschen der Dreck auf. So. Aber wie hätte ich den gerne ein bisschen feuchter den Schlamm? Dann würde es doch noch besser aussehen. Aber zumindest die Lichtstimmung, die stimmt jetzt halbwegs. Also ich hätte gerne noch ein bisschen orange-röter gehabt. Aber halbwegs sieht es aus wie Sonnenuntergang. Ja, kommt Jungs, jetzt lasst euch doch mal. Lasst euch doch mal kaputt machen, was ist los mit euch? Ja, guckt, der erste ist weg. 10 sind noch da. Ich mach mal die Reifen noch. Zick. Und immer mitten rein. Takedown. Schön. Da bin ich doch zumindest schon mal nicht letzter. Das ist doch schon mal ein großer Erfolg. Ich möchte schon mal den ersten Takedown durch hat. Da muss man aber wirklich ein bisschen auch anlaufen, weil sonst macht man gar nicht den Schaden. So, jetzt mache ich hier noch die paar Typen schnell fertig und dann soll es das auch gewesen sein. Aber ich finde keinen. Verdammt nochmal, ach da. Und ja, schönes Ding. Habe ich den auch noch erwischt? Boah! Was ist denn hier jetzt gerade los? Hier kommen wir alle auf einmal. Au! Au, au, au! Oh, wie viel Spaß wird das bei einer Lampe machen? Meine Güte. Wir müssen das unbedingt mal wieder machen. LAN-Party von den Spielkindern. Das wäre doch mal geil. Habt ihr da Bock drauf? Ich frage heute ständig danach, dass ihr was in die Kommentare schreibt. Schreibt doch mal in die Kommentare oder gebt uns ein Like auf das Video hier, wenn ihr Bock auf eine schön aufgenommene und geschnittene und prozessierte LAN-Party Spezialfolge habt von uns mit all euren Lieblingsspielkindern und Spielkinderinnen. Das wäre doch bestimmt was Schönes. Ist zwar eine Menge Arbeit, aber macht sicherlich auch Spaß. So, aber erstmal mache ich jetzt hier noch ein paar Leute kaputt. Zum Beispiel den da. Ach Mann, das hätte doch jetzt aber auch ein Takedown sein können. Dem Gelben ausgewichen. Den habe ich kommen sehen. So nicht, mein Freund. Kollege. Nicht so von hinten, so hinter von sich. Streamside. Was ist das für eine geile Werbung? Kenn ich nicht. Warum lassen sich die Backbier-Leute eigentlich mit Steam Early Access sponsoren, aber nicht von irgendwelchen Autoteilherstellern? Also ich meine, dass jetzt ein Autohersteller sie sponsoren will, weil sie ja hier ständig nur Autos zerschrotten, das verstehe ich. Aber man könnte doch jetzt hier sich mit unserem Zulieferbetrieb zusammentun und sagen, ja, die stellen hier die besten Kupplungen her. Und dann gibt es hier halt im Spiel so ein bisschen offensichtlich nur Kupplungen, die man einbauen kann, so No-Name-Produkte und von dem Hersteller. Und die von dem Hersteller sind immer 10% besser. Das wäre doch eigentlich mal eine ziemlich schlaue Idee. Gibt es bestimmt schon. Bei Gran Turismo auf der PlayStation, da kann man ja, glaube ich, Markenprodukte in seine Autos einbauen beim Tunen. Ich weiß aber nicht, ob es da nur Markenprodukte gibt. Daran erinnert man sich so genau. Aber da können wir es ja nicht so gut machen. Wo ist denn der Letzte? Meine Güte. Der versteckt sich doch jetzt aber. Irgendwo höre ich es doch. Hinter mir ist der. Na, Kleiner? Du kleiner gelber Wicht, willst mir hier wirklich was anhaben, ne?
Ich meine, mein Auto ist auch nicht mehr größer nach all den Crashs. Ja, jetzt ist aber auch hier gerade Zwergenrennen oder was? Totale Krüppelkluppe. Ne, Krüppelkeile heißt das bei South Park. Au! Ey, den mache ich jetzt aber noch kaputt. Also da kommt mir jetzt hier... Ja, ich weiß, die Folge ist schon wieder lang. Lang und länger, aber... Den mache ich noch kaputt. Da kenne ich gar nichts. Hier, schön rückwärts. Und jetzt... Na, ah, der macht mich kaputt. Nein. Meine Schadensanzeige hat schon aufgegeben. Vorne rechts ist nur noch dunkelbraun-schwarz. So. Ist nicht mal mehr rot. Vorne rechts gibt es schon gar nichts. Nö, ja. Mein Fahrer sitzt da jetzt auch mehr. So ein bisschen wie wenn Katzen sich in so Pappkartons reinzwingen. Sieht das jetzt gerade aus. Ist irgendwie ungesund. Ist ja der. Da versteckt sich hinter den brennenden Wracks. Au, Critical Damage, nein. Das ist bald vorbei hier. Das geht nicht mehr lange. Na, wer hat noch mehr weniger Schaden? Ja, nein! Oh, jetzt hat er sich bewegt. Das wäre so schön gewesen. Ich hätte ihn so schön in die Seite reinbumsen können. Au! So wie er mir jetzt gerade. So ein Mistkerl, so eine kleine Ratte. Nicht mit mir, mein Kleiner. Och komm, was ist denn das jetzt hier? Wie soll ich den denn jetzt kriegen? Wir hier beide die ganze Zeit. Oh, jetzt wird's eklig. Takedown! Erster gewonnen! Woohoo! Schönes Ding. Keine Ahnung, wieso ich da jetzt gewonnen habe und er tot ist, aber auf jeden Fall ein großer Erfolg. Praise the Lord, praise the Sun. Huldigt mir. Nein. Schreibt in die Kommentare, wo ich euch gefragt habe. LAN-Party und eure ersten Computer. Würde ich total cool finden, wenn ihr es machen würdet. Und gebt uns ein kleines Like. Ja, das war es mit NextKG für dieses Mal. Und wenn es wieder Updates gibt, dann schauen wir wieder vorbei. Nochmal lieben Dank an unsere Community, die uns in vielerlei Hinsicht immer auf dem Laufen hält, weil wir können ja auch nicht alles überblicken. Wir lesen zwar auch die einschlägigen Info-Webseiten, GameStar, Gameswelten und so weiter und so fort, aber for Players und Co., aber ist ja schön, man kann ja auch nicht alles lesen, ne? Gut, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder und bis dahin schaut noch schöne andere Videos bei uns.